Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Es geht weiter bei uns mit unserer Videoreihe. Es geht weiter um das Thema Bold Action. Wie ich euch ja vor kurzem einmal das Buch der Franzosen vorgestellt habe und deren Alliierten, gibt es heute was dazu, nämlich ja, wie ihr richtig erkannt habt, geht es heute um ein Kampagnenbuch. Das ist eines der ersten, das ich euch vorstellen möchte, nämlich die Kampagne für die Schlacht um Frankreich. Kampagnenbücher ergänzen die Armeebücher. Also man kann sie nicht alleine nehmen, um zu spielen, aber sie sind eine tolle Ergänzung, um eure Armeen wirklich sehr gut ins Spiel bringen zu können. Es gibt, wie ihr gleich sehen werdet, wenn wir den Blick ins Buch machen, einige interessante Szenarien, aber es sei jetzt noch nicht zu viel verraten. Lasst uns ins Buch schauen. Ja, beginnen wir mit einem Kampagnenbuch. Und zwar geht es um die Kampagne Battle of France, also der Kampf um Frankreich quasi. Wie immer ein Inhaltsverzeichnis, eine Kurzbeschreibung, was im Buch ist, und dann geht schon mit einer Einleitung weiter. Ja. Wie waren eben die Verhältnisse und so weiter. Und dann haben wir schon das erste, den Phony War, also diesen Siegskrieg quasi. Beim Szenario 1 zum Beispiel geht es um Aufklärung und Gefangennahme als spezielle Regeln. Das ist ein interessantes Ding. Was mir hier auch sehr gut gefällt, ich hoffe, man kann es erkennen, ist, dass Warlord jetzt das Spielfeld quasi auf Raster eingeteilt hat und man das relativ gut nachstellen kann. Ja? Also ein Raster wäre also ein Quadrat, ist 30 x 30 cm. Damit kann man das Spielfeld wirklich gut einteilen. Ja, was haben wir denn? Geht eben so weiter. Bei Szenario 2. Beim Szenario 2 haben wir als Sonderregel, Moment, genau, Dug-in wird hier das erste Mal erwähnt. Das heißt, eingegraben in Deckung. Die Miniaturen, die bei der Aufstellung in diesem ja, Faktor sich befinden, haben automatisch eine minus 2, so wie bei Down, haben aber noch die Option, zusätzlich noch Down zu gehen. Ja? Das heißt dann eine minus 4. Ja? Genauer beschrieben ist das hier auf Seite 109. Dann haben wir, ihr seht, es sind immer wieder ganz, ganz tolle Bilder. Hier zum Beispiel Erwin Rommel als Person erwähnt, ja, mit seinen Sonderwerten, kostet 280, ja, hat aber wirklich tolle Special Rules. Ja. Beim Szenario 3 ist zum Beispiel auch der Nachkampf inkludiert als spezielle Regel. Ja. Auf die Regeln selber möchte ich jetzt teilweise nicht im Detail eingehen, weil die sind gemischt, die sind entweder hier zusätzlich angeführt oder sie sind im Hauptregelwerk. Ja, ja, Szenario 5, was haben wir denn da? Was interessant ist, ja, das ist schön aufgebaut. Natürlich haben auch die Franzosen einen speziellen Sondermini, einen Charakter, ja, der hier abgebildet ist. Auch hier wiederum schön das Gelände dargestellt. Immer wieder tolle Bilder. Dann haben wir den Pierre Billot, der auch ganz, ganz tolle Sonderregeln hat. Was mir auch gefällt, bei den Franzosen kann man natürlich auch farbige, also Senegalesen spielen. Ja, bringt ein bisschen ja, Farbe ins Spiel. Ja. Geht so weiter zum Rhein. Beim Szenario 5 haben wir, ja, wie soll man sagen, technische Schäden, Maschine kaputt, ja. Und zwar ist es hier zu sehen, ja.
Ja, das sind eben Sonderregeln, die es nur in den Kampagnenbüchern gibt. Also, ob das Fahrzeug immobilisiert ist, ob es instand, es kann aber auch wieder instand gesetzt werden. Ja. Was vielleicht noch zusätzlich interessant ist, hier als Sonderregel Rommel's Reinforced, das ermöglicht ihm ab der fünften Runde, dass zusätzlich eine 8-8 aufs Feld kommt von den Deutschen. Also, das ist schon relativ deftig, würde ich sagen. Ja. Ja, also es geht so weiter mit den Szenarien. Ja. Ganz, ganz toll. Ja, in diesem Szenario kommen jetzt zum Beispiel Roadblocks, wie man sie einsetzen kann, die Verwendung, das Setup dazu mit hinein. Also Ideen über Ideen in diesen Kampagnenbüchern. Hier ein ganz ein tolles, ja, Szenario Nummer 8. Das ist alleine, wenn man sich das hier ansieht, diese vielen Häuser, also das ist schon ganz gigantisch. Ja, das wäre schon ein sehr schöner Spieltisch. Ja. Ja, dann haben wir unter anderem auch Minenfelder, die in diesem Kampagnenbuch zur Geltung kommen, ihre Verwendung, die Sonderregeln. Also ihr seht, das ist schon einiges. Ja, dann die Italiener greifen natürlich auch von Süden an, die wittern den Braten, nachdem die Deutschen so erfolgreich waren, haben sie sich gedacht, na, da holen wir uns auch ein Stück vom Kuchen. Das Ganze spielt sich natürlich eher in dem Bereich Alpen ab. Hier wird eben unter anderem auf die Verhältnisse mit Schnee, also Geländegegebenheiten Schnee, eingegangen. Und Frostbite, also Erfrierungen. Ja, ist ja eine interessante Erweiterung, um hier wirklich ganz, ganz tolle Kampagnenspiele und nicht, sagen wir jetzt, die 0815 Spiele wie gehabt zu absolvieren. Hier wiederum Szenario 12. Kurzer Blick auf mein. Ah ja, die haben. Hier hat der Deutsche 50% Vorteile. Ja, und der Verteidiger hat die Option, diese Brücke quasi mit Pionieren vorzubereiten zur Sprengung. Hat die Option, dass er die Brücke sprengt. Da gibt es eben auch wiederum Varianten, wie lange er dort verweilt ist, der größer wird die Sprengladung. Ja. Der deutsche Spieler kann sich aber im Vorfeld schon Boote dazu kaufen. Das geht vom Floß, so, Floßsack, glaube ich, heißt das. Genau, der Floßsack für zum Beispiel 10 Punkte, wo er 6 Mann regulär aufbringt, oder ein Boot, ich nehme an, das ist ein kleines Ruderboot, was damit gemeint ist. Da bringt er für 20 Punkte, da bringt er immerhin 16 Mann rauf, um den Fluss übersetzen zu können. Also auch hier ein spannendes Element, um das mit einzubauen. Ja, muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr gut. Dann gibt es natürlich neue Einheiten dabei. Das ist auch interessant, ja, das darf man nie unterschätzen, die eben zusätzlich zu den regulären Einheiten, die ihr im Armeebuch habt, dazu bekommt. Dann haben wir hier bei den Deutschen die fünfte Kolonne zum Beispiel, ist eine interessante Variante, die zu spielen. Dann gibt es hier auch quasi Geheimdienst oder Intelligence Service. Wie unterscheiden sie sich von der Struktur her, die der Alliierten, die der Deutschen, wie kann man sie im Spiel einsetzen? Dann, ja, neue Theater, also neue Bereiche, wo man spielen kann, was es dazu gibt. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll dieses Buch. Dann natürlich die Italiener, die ja jetzt hier auftreten. Hier werden eben die Sonderregeln erklärt, wie das eingegraben, Plug-in.
Dann gibt es einen eigenen Air Battle, der hier zum Tragen kommt, den man extra auswürfen kann. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht, das Ganze. Und das mit den Commands, also Companies. Was ich euch aber jetzt unterschlagen habe und jetzt zeigen möchte, ist Dünkirchen. Ja, das Szenario Dünkirchen, das habe ich aus Versehen überblättert, aber es ist ein Szenario, was mir wirklich sehr gut gefällt, alleine von diesen Hintergrundideen, welchen die Autoren hier mitverwirklicht haben. Ja? Also es dürfen einmal Kriegsschiffe dazukommen, ja? Um eben die Alliierten zu bergen oder ihnen die Flucht aus den Kirchen zu ermöglichen. Es kommt ein Pre-Bombardment. Es gibt bei der Moral Probleme. Ja? Oder wenn eine britische Einheit hier vernichtet wird, wird sie automatisch durch einen neu, das wieder vom Spielfeldrand reinkommt, ersetzt. Ja? Der alliierte Spieler kann würfeln, ob zusätzlich Boote kommen. Ja? Mal sehen, ob ich das jetzt gleich finde. Genau. Hier zum Beispiel. Hat er Pech, hat würfelt er 1, kommt gar nichts. Hat eine 6,2 Boote, ja? Ein großes und ein kleines. Also plus dem Kriegsschiff, das aber Sonderregeln hat, ja. Kommt rein, nimmt die Soldaten auf, fährt wieder weg, kann in der nächsten Runde, aber wenn es wieder kommt, nicht gleich wieder Soldaten aufnehmen. Also es ist wirklich, man hat irgendwie den Flair, die Geschichte dieser Zeit hier nachzuerleben. Immer unter dem Bedacht, hier ging es um Menschenleben, keine Frage, das kann man spielerisch nicht. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja? Oder die Luftwaffe. Die Luftwaffe darf ab der Runde 2, 3 und 4 einen Wurftest machen, ob zusätzlich noch was wegkommt. Ja? Also ganz, ganz gewaltig. Ja? Und es spiegelt doch die Ereignisse dieser Zeit relativ gut nach. Ja, das war jetzt noch Dünkirchen in dem Campaign-Buch Battles of France. Ja, das war heute unser Blick ins Kampagnenbuch Battle for France für die Franzosen. Wie ihr gesehen habt, eine ganz, ganz tolle Erweiterung für die französische Armee, beziehungsweise natürlich auch für die Deutschen als Gegenspieler. Und diese Kampagnen, die hier vorgestellt wurden, nicht nur, dass sie historisch angelehnt sind, das ist ganz klar. Ich finde, das macht das Spiel zusätzlich interessant, indem man hier solche Szenarien nachspielen kann. Ja, das war eben das Erste. Es werden noch sicher einige Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt uns einen Kommentar, lasst uns einen Daumen da. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder dabei sein kannst und bei unserem Video zusiehst. Bis dorthin, Servus!